Venezuela will soziale Netzwerke und andere Medien stärker kontrollieren. Die verfassungsgebende Versammlung in Caracas verabschiedete ein Gesetz, laut dem Medien und ihre Nutzer für Inhalte bestraft werden können, die zu Hass oder Intoleranz anstiften, mit bis zu 20 Jahren Haft. Es ist ein Warnruf an ganz Venezuela. Für soziale Medien gibt es künftig spezifische Vorschriften. Die Förderung von Hass ist verboten. Nachrichten, die zu Hass oder Krieg anstiften, müssen entfernt werden. Wenn das nicht innerhalb von 6 Stunden geschieht, werden Sanktionen oder andere Strafen gegen die Medien erhoben. Außerdem sind alle Fernseh- und Radiosender künftig zu wöchentlich mindestens 30 Minuten Programm verpflichtet, das Frieden stiftet. Für Kritiker ist das Gesetz nur ein weiteres Mittel der Führung, um Maduro jegliche Art von Kommunikation zu überwachen und zu zensieren. Bereits vergangene Woche war der Internetzugang in der Protesthochburg San Cristobal von den Behörden gekappt worden.